Hallo, du möchtest dich einmal auspowern, hast nur ganz, ganz wenig Zeit, dann habe ich das perfekte Training und zwar Bootcamp 10 Minuten für das ultimative Auspowern. Bist du bereit? Ganz wichtig am Anfang, du solltest einen gewissen Fitnesslevel haben, vielleicht schon ein paar Mal trainiert haben, weil dieses Training ist wirklich auspowernd. Okay, lass uns starten. Wir beginnen mit einem kleinen Walk bzw. Joggen am Platz. Ganz, ganz leicht. Wärm dich auf, indem du wirklich leicht trabst. Und sobald du dich ein bisschen wärmer anfühlst, dann kannst du das leichte Traben in einem guten Jog ausdehnen. Am Platz. Füße ein bisschen hinten hoch, Bauchnabel einziehen. Da sollte deinen gesamten Bein, Rumpf, alles aufwärmen. So, weiter geht's. Bist du bereit? Wir ziehen die Knie hoch. Alleine diese Übung ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Du brauchst maximale Spannung im Bauch, damit dein Oberkörper aufrecht bleibt. Zieh die Knie hoch, soweit es geht. Hoch, 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 hoch. Knie ab. Bleib dabei. Spätestens jetzt solltest du merken, dass der ganze Körper warm wird. Bleib dabei. Bauch fest. Weg vom Boden, springen weg vom Boden, hoch, hoch, hoch. Du willst dich in kurzer Zeit maximal auspowern, dann mach weiter. Noch 4, 3, 2, weiter geht's mit den Squats. Enge Squat mit einem Kick. Squat, Kick, Squat, Kick, Squat, Kick. Noch 4 mehr. Kick dein Bein. Und hoch und tief und hoch und tief. Und hoch, Jumping Squat, und hoch, und hoch, und hoch. Nochmal die Squat, Kick, Squat, Kick, Squat, yeah. Hier, gib alles, 4 noch, bleib dabei. Und 3, wow, spürst du die Beine? Wait, yeah. Und dann nochmal die Squat, Kick, beziehungsweise spring weg. Hoch, hoch, 4. Seite 3. Jumping Squat. Letzter. Sehr schön. Wir gehen zum Boden. Heißt nicht, dass es anstrengend wird. Du kommst tief. Kommst in den Stütz. Mountain Climber. Wir beginnen langsam. Diese Phase nutzt du jetzt, um zur Ruhe zu kommen. In Anführungszeichen. Zieh die Knie eins vor. 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 Ran. 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 Zieh die Knie wirklich unter dir maximal ran. Sehr stark und stabil in den Arm. Vor, vor. Bleib dabei. Der Bauch ist stark. Bauch ziehst du ein. Bleib dabei. Vor, vor. Atme tief. Zieh die Knie noch näher. Unter dir in Richtung Ellbogen. 4. 3, bleib dran, 2 letzte und dann stopp im Stütz, halten, setz die Knie ab, komm auf die Unterarme, Spider-Man, wir beginnen, Knie, ran, weg, wechsel immer die Seite, Spider-Man, zieh, ran, weg, zieh zur Seite, heb das Knie vom Boden weg, ran, sehr schön. Ran. Bleib dabei. Du darfst alles spüren. Ran. Weg. Ist es dir warm? Spürst du alles? Ja. Yeah. Bleib dran. Ran. Weg. Ran. Weg. Bleib dabei. Für die letzten 8. 4-mal jede Seite. Ran. Wow. 4 letzte. 2 jede Seite. Das schaffst du. Ran. So, letztes Mal links. Letztes Mal rechts. Stopp hier. Komm nochmal auf die Arme gestreckt. Stütz. Halte hier. Eine kurze Halteposition. Das Becken ist in der Linie. Der Bauch fest und schiebt sich vom Boden weg. Wow. Halte noch 4 Atemzüge. Oh, spür die Spannung in der Vorderseite. Halte hier. Halte hier. Super. Bist du bereit? Wir springen zur Seite und ran. Zur Seite und ran. Hier, Armbalance. Du öffnest, du schließt. Die Knie bleibt bitte locker. Auf, zu, bleib dabei. Die Arme werden heiß. Yeah.
Das wollen wir. Bleib dabei. 8. 7. Bleib dran. Zähne zusammenbeißen. 4 noch. 3. 2. Einen letzten. Stopp. Halte. Stütz. Atme tief und setz die Knie ab. Kurz mal bitte. Arme aus. Weiter geht's zum Armstütz. Sie ist meine Ruhe. Yay. Bleib hier. Kannst die Hände zusammenbringen oder ablegen, wie du magst. Bleibe hier. Bring dein Herz hin. Eine Sekunde. Halt. Halt. Tief. Auch Nase einziehen. Nochmal die ganze Kraft. Lass die Arme ab. Lass die Schultern heiß werden. Lass den Bauch fest werden. Lass die Oberschenkel arbeiten. Halte. Atme. Atme dazu. Atme. Merkst du, dass du ein bisschen zurückgekommen bist? Super, denn es geht weiter. Setz die Knie ab. Streck die Arme aus. Streck die Beine aus. Vorhin hatten wir die Mountain Climber, die waren ruhig. Jetzt gehen wir in die Runnings. Zieh die Knie schneller ran. Ran, 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 ran. Alternativ darfst du natürlich jederzeit in die Mountain Climber. Wie du magst. Bleib dran, bleib dran. Vor, 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 vor. Arbeite, atme, be strong, sei stark. 4, 3, 2, wir gehen in Rückenlage. Einmal umswitchen. Ein gezieltes Training für den Bauch. Hände in den Kopf, Beine hoch und dann zieh vor, vor. Du nimmst die Beine immer tiefer, hebst den Oberkörper an. Vor und tiefer, grätsche nach vorne, tief, tief. Sobald du den Oberkörper anhebst, hast du schon deine Bauchmuskulatur. Dann noch die Beine. Tiefer, mehr. Je höher, desto entspannter. Komm tiefer, 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 tiefer. Entspann die Arme. Und weiter geht's. Vor, vor, vor. Boah, das brennt. Und das wollen wir. 10 Minuten reichen. Und das täglich oder fast täglich. 10 Minuten auspowern mit diesem Training. Hast du definitiv alles erreicht. 4, 3, 2, zieh dich hoch. Komm nochmal zur anderen Seite. Die letzte Übung ist eine meiner Lieblingsübungen. Der Frosch. So süß wie er klingt, ist er nicht ganz. Du kommst nochmal Ausgangsposition in den Stütz. Ziehst die Knie etwas ran, holst also die Füße heran. Die Arme sind wieder die Standarme, die Balancehelfer. Du springst vor, rück, vor, rück. Das ist der Frosch. Komm vor, vor, vor. Da darfst du mal richtig heiß werden. Vor, rück, vor, rück, vor, rück. Bist du noch dabei? Die letzten 10, 9. Yeah. Komm, die schaffst du. 4, 3, 2, ein letzter Stopp. Wow, das war toll. Atme weiter, locker dich aus, zuppel dich zurecht, mach alles, was dir gut tut. Komm nochmal hoch, einmal nach vorne, stütze dich ab, komm dann so, bitte schüttel die Beine aus. Das waren wirklich 10 Minuten, dafür 10 richtig starke Minuten. Stell dich mal kurz aufrecht hin. Atme ein und atme aus. Schüttel dich aus. Boah, deine Arme haben wirklich viel geleistet. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Schüttel die ganze Kraft raus. Letztes Mal. Atme ein und aus. Das hast du super gemacht. Und ich garantiere dir, wenn du dir diese kurze Zeit, 10 Minuten, zumindest jeden zweiten Tag nimmst und das Training durchziehst, wirst du ganz schnell Erfolg sehen. Nicht nur, dass du kraftvoller wirst, sondern auch körperlichen Erfolg. Bleib dran. Super, wie du mitgemacht hast. Danke fürs Mitmachen. Viel Spaß.